meine Füße werden kalt. Ende des ersten Drittels. Wir über Fässer sprechen. Nein. Das wird Spaß, kann ich euch sagen. Ich mach euch das mal vor. Ja, zeig uns, was du kannst, Bert. Ja, jetzt bin ich dran, ich zähle. Über die Fässer, aber das schafft. Eins, zwei, drei. Nein, nein, das war wohl nichts. So, Bert, jetzt bin ich dran. Es geht los. Pass auf, Bert. Auf meinen linken Fuß! Jetzt komme ich! Jetzt ist mein meistes Auftrag! Oh, jetzt komme ich! Jetzt komme ich! Oh, jetzt komme ich! Jetzt könnt ihr was erleben! Oh! 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 Bert kommt!
gut, ich gebe euch ein Zeichen. Hey, Jungs, vorsichtig! Keine Angst mehr! Ernie, du wirst dich verletzen, wenn du so auf dem Pass sitzt. Ernie, du solltest dich nicht so auf den Rand setzen. Ich mach das schon, Bert. Nimm die Beine weg, Ernie. Mach schon mal Spaß, Bert. Du wirst dir wehtun, Ernie. Aber nein, Bert. Ernie, pass auf. War das ein Tempo? Wir müssen ihn wieder auf die Füße stellen. Oskar, wie geht's dir? Geht's dir gut? Wie fühlst du dich? Wie ich mich fühle? Am liebsten würde ich das gleich nochmal machen. Mhm. Oh, das freut mich. Ich möchte nämlich, dass alle Menschen am Weihnachtsabend glücklich sind, Oskar. Ist doch ein ganz besonderer Abend. Hast du denn das vergessen? Heute kommt doch der Weihnachtsmann und wird mit seinem Schlitten auf dem Dach landen. Dann nimmt er seinen großen Sack mit Spielzeug und fliegt durch den Schornstein. Ach was, Unsinn! Ja, aber wieso denn Unsinn? Das kann ich dir ganz genau sagen, Bibo. Hä? Hast du dir schon mal überlegt, wie eng ein Schornstein innen ist? Ja, ich weiß... Etwa so eng und kein bisschen mehr. Na, wie soll sich da wohl der Weihnachtsmann, der eine Figur wie einen Lastwagen hat und dann auch noch mit dem Sack voll Spielsachen auf dem Rücken durch so einen engen Schornstein zwängen? Naja, ganz einfach. Er hält den Atem an, etwa so. Also ebenso gut passt ein Fußball durch den Hals einer Brauseflasche. Tja, dann kommt er eben durchs Fenster. Ist geschlossen. Und die Tür? Die Tür ist verriegelt. Dann durch den alten Aufzugsschacht. Hä? Die Hintertür? Nein. Entweder durch den Schornstein oder gar nicht. Tja, dann weiß ich auch nicht, wie der Weihnachtsmann hineinkommt. Dann musst du es eben herausbekommen. Wenn er nämlich nicht ins Haus kommt, werden viele Leute in dieser Stadt keine Geschenke unter dem Weihnachtsbaum finden und sich sehr wundern. Also, fröhliche Weihnachten. Hallo, Bibo, aufs Knie. Ja, mit dem einen Fuß aufs andere Knie. Oje, ich weiß wirklich nicht, wie der Weihnachtsmann durch die Schornstein kommt, aber wir finden das raus, nicht, Maris? Ich freue mich aufs Weihnachtsfest und sag dir auch, warum. Einmal im Jahr ist es so schön und glitzernd um mich herum. Der helle Schein der Weihnacht, blinkender Lichterglanz, die Welt erstrahlt zu Weihnacht. Es ist ein Wunder drum, lacht und freut euch, denn heute ist heilige Nacht. Ich freue mich aufs Weihnachtsfest, ich weiß, es wird sehr schön. Ich habe schon auf allen Straßen die Weihnachtsbäume gesehen und Tannenduft liegt in der Luft, zart und märchenhaft.
Glockenklang zur Weihnacht. Es ist ein Wunder drum, lacht und freut euch, denn heute ist heilige Nacht. Es ist schön in jeder Nacht und gar nicht wichtig, was man hier gebracht ist, ist das wahr. Du fühlst in dir. Es ist schön in dieser Nacht an andere zu denken, Liebe zu verschenken, du siehst das Leben. Weihnachtsstimmung überall, habt ihr es schon gefühlt? Es wird dir warm, ein jedes Kind hat das schon längst gespürt. Das gibt es nur zu Weihnacht, ein Abenteuer am Fest der heiligen Weihnacht. Es ist ein Wunder drum, lacht und freut euch, denn heute ist heilige Nacht. Es ist ein Wunder drum, lacht und freut euch, denn heute ist heilige Nacht. Oskar, warte doch! Oskar, warte! Du, Oskar, ich weiß jetzt wieder, weil das mal durch den Schornstein kommt. Er bindet einfach seinen großen Gürtel ganz eng, ganz eng. Da wird er so dünn, dass er bequem durch den Schornstein fliegen kann. Hab ich recht, Oskar? So, jetzt will ich dir mal etwas sagen. Du bist ohne Zweifel der dünnste Mensch, wenn ich dir nicht zu sagen, der dünnste Mensch ist. Warum bringt mich dafür gar keine Vorschau nehmen? Der dünnste Vogel, der mir je begegnet ist. Es ist schön in dieser Nacht und gar nicht wichtig, was man dir gebracht, es ist das, was du fühlst in dir. Es ist schön in dieser Nacht an andere zu denken, Liebe zu verschenken, du siehst das Licht. Oskar, der Weihnachtsmann reibt sich mit Butter ein. Dann kann er wie gespielt durch den engen Schornstein rutschen. Ach was, Blödsinn. Soll ich dir was verraten? Es ist völlig unmöglich. Der Weihnachtsmann kann gar nicht durch den Schornstein kommen. Und das bedeutet, ich kann's dir ja sagen, wenn der Weihnachtsmann nicht kommt, dann gibt's keine. Na, du weißt schon. Das sei ja schrecklich. Überall habt ihr es schon gefühlt. Es wird dir warm, ein jedes Kind hat das schon längst gespürt. Das gibt es nur zur Weihnacht. Alle haben teil am Fest der heiligen Weihnacht. Es ist ein Wunder drum, lacht und freut euch, denn heute ist heilige Nacht. Es ist ein Wunder drum, lacht und freut euch, denn heute ist heilige Nacht. Oh, hallo Bibut, hallo Kermit. Tag. Wie war's denn auf der Eisbahn? Ganz nett. Ja? Nur ganz nett. Was denn los? Weißt du, zuerst war's herrlich, aber dann sagte Oskar, es ist ganz ausgeschlossen, dass der Weihnachtsmann durch den engen Schornstein kommt. Er wäre viel zu dick. Und jetzt versuchen wir es rauszukriegen. Ist doch ganz klar, wenn er nicht durch den engen Schornstein kommt, gibt es zu Weihnachten keine Geschenke. Ja, das hat Oskar gesagt, wirklich. So, ich verstehe. Dann werden wir der Sache auf den Grund gehen. Wie kommt der große, dicke Weihnachtsmann? Durch die vielen engen Schornsteine. Also, sehen wir das Ganze mal von der anderen Seite. Fangen wir die Geschichte mal ganz von vorne an. Es ist doch ganz einfach, denn... Weißt du, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Wie macht er das bloß? Kermit, heute ist Weihnachtsabend. Wir müssen es rauskriegen. Ja, schon gut, gut. Packen wir die Sache wissenschaftlich an. Wer weiß denn wohl am besten Bescheid über den Weihnachtsmann? Das Christkind. Frau Weihnachtsmann. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Na, Kinder natürlich.
Kinder? Ja, Kinder! Ja, ich gehe sofort ein paar Freunde zusammentrommeln und dann fragen wir die Kinder. Ich bin sofort zurück und bringe euch die Antwort. Kermit? Ja? Ich bin ein Kind und ich weiß es auch nicht. Oh, ja dann. Also dann haben wir ja schon unsere erste Antwort. Unglaublich. Heute ist nun Weihnachtsabend und ich weiß immer noch nicht, was ich Ernie schenken soll. Ja, es sollte schon etwas ganz Besonderes sein. Na nun, was ist... Ah, Ernies Quietscheentchen. Moment mal, das ist ja überhaupt die Idee. Ich schenke Ernie eine Seifenschale für sein kleines Quietscheentchen. Ich finde das eine tolle Idee. Huhu, bin wieder da, Bert. Hallo, Bert. Hey, was ist denn das? Eine Büroklammer. Die stammt ganz sicher aus Berts Büroklammersammlung. Ja, natürlich. Ein Exemplar aus dem Jahre 1957. Er wäre todtraurig, wenn sie verloren ginge. Hey, jetzt weiß ich, was ich Bert zu Weihnachten schenke. Ich kaufe ihm eine Zigarrenschachtel, in der er seine Büroklammern aufbewahren kann. Ja, das werde ich tun. Dann können sie nicht mehr so leicht verloren gehen. Kurt? Ja? Ich muss dich etwas fragen. Wenn der Weihnachtsmann am Weihnachtsabend all seine Geschenke an Jungen und Mädchen verteilt, wie kommt er dann durch den engen Schornstein? Ganz leicht. Was mit dem Sack voller Geschenke auf dem Rücken mit Geschenken ist doch unmöglich. Wie? Er kommt mit dem Christkind. Was, du meinst, das Christkind geht mit ihm durch den Schornstein? Ja. Mit dem schönen weißen Kleid? Ja, sie kommen da durch, geben ihre Geschenke ab und hauen wieder ab. Bleibt der Heiligenschein nicht stecken? Nein. Wieso nicht? Ich binde ihn ganz einfach am Kopf fest. Mit dem Band. Mhm. Na, weißt du's? Wie kommt er da durch? Er fliegt. Er fliegt? Ja. Ich glaube, ich weiß. Er zaubert sich einfach ganz klein. Er geht durch die Tür. Er hat seine Schlüssel. Was für Schlüssel? Weihnachtsmannschlüssel. Na, nimm alle Schlüssel. Was passiert wohl, wenn der Weihnachtsmann nicht durch den Schornstein kommen kann und auch nicht durch die Tür, die ist verschlossen und das Fenster ist zufällig auch verschlossen? Wenn der Weihnachtsmann uns nie mehr Geschenke bringen könnte, was machen wir dann? Ich weiß nicht. Vielleicht umziehen. Er drückt auf die Klingel. Und dann machen wir auf und dann kommt er rein und geht die Treppe rauf und dann ist er drin. So, jetzt wisst ihr es also. Weihnachten schenken Friede. Backen, backen, backen. Hallo, Kinder. Hallo, Kinder. So früh schon hier? Hör mal, ich muss noch schnell ein Lied üben mit den Kindern. Könntest du vielleicht so lange warten? Du könntest ja unterdessen eine Illustrierte lesen. Oder du könntest auch mitmachen. Sehr gut. Prima. Seid ihr soweit? Ja! Ist das wahr? Ja! Ach, könnte mir jemand vielleicht die Noten umblättern? Na dann. Immer wenn ich nicke, ja? Alles klar? Na, dann kann's ja losgehen. Ist Weihnachten vorüber, Geschenke ausgepackt, dann bleib froh. Du kannst so viel bewahren von diesem Weihnachtstag und was froh dich gemacht. So schön ist das Gefühl, zu feiern heut mit dir. Die gute Zeit geht viel zu schnell vorbei. Doch ist das Fest vorüber, kannst du noch vieles tun. Bewahr Jahr, ist Weihnacht dann vorüber.
ist, dass du lebst, und Glück ist, dass du lebst. Das ist Weihnacht. Trag die Weihnacht in dir. Die Weihnacht in dir durchs ganze Jahr. Einen schönen guten Tag, Herr Huber. Ach, Tag auch, Ernie. Was führt dich zu mir? Ein paar kleine Weihnachtseinkäufe in letzter Minute. Ich wollte... Da, das ist eine schöne leere Zigarrenkiste dort oben. Ja, wirklich. Vielen Dank. Herr Huber, ich habe leider kein Geld, aber vielleicht kann ich Ihnen mein Quietscheentchen hier für die Kiste geben. Würden Sie tauschen? Ernie, dein Quietscheentchen? Hast du dir das überlegt? Tja, was soll ich machen? Ich brauche leider die Zigarrenkiste. Ja, dann, wenn es wirklich so wichtig ist, hier hast du sie. Oh, danke, Herr Huber. Und hier haben Sie, hier ist mein Quietscheentchen. Also auf Wiedersehen, Herr Huber. Wiedersehen, Quietscheentchen. Hm? Auf Wiedersehen, Ernie. Ah, Herr Huber, ich war... Ah, hallo, ach, Bert. Du? Ich habe nur ein paar kleine Einkäufe gemacht. Ach, Herr Huber. Ja. Also, Herr Huber, ja. Nach langer Überlegung bin ich bereit, Ihnen das Geschäft Ihres Lebens anzubieten. Na, dann schieß mal los. Tada! Na, also das ist die größte und wunderbarste Büroklammersammlung in der westlichen Welt. Fantastisch, nicht, Herr Huber? Sehen Sie sich die nur genau an. Die da, die. Ist das nicht ein Riesenprachtstück, die in der Mitte? Die ist doch einmalig. Und die da, die in Ihrer Hand, das ist ein verchromtes Exemplar vom letzten Kongress der Büroklammerhersteller. Ja, sehr eindrucksvoll. Eine herrliche Sammlung. Und jede Klammer, jede ist anders. Tja, also, ich bin, wie ich Ihnen schon sagte, bereit, diese sagenhafte Büroklammersammlung hier gegen eine kleine Seifenschale einzutauschen. In Rosa. Ja. Na, wie steht's, Herr Huber? Sind Sie bereit? Weißt du... Ja? Ich muss sagen, du hast mich überredet. Ja? Großartig. Vielen Dank. Bist du auch ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher. Vielen Dank, Herr Huber. Herr Huber, lässt es sich vielleicht einrichten, dass ich meine Büroklammersammlung vielleicht mal ansehen. Schon gut. Du bist Gerhard und ich der Weihnachtsmann. Ich komme zu dir und bringe die Geschenke, ja? Hm? Du musst jetzt schlafen und ich komme gleich herein. Eins, zwei, drei, los. Entschuldige, Gerhard. Gerhard. Was denn? Ich bin der Weihnachtsmann. Ich weiß nicht, wie ich wieder rauskommen soll. Geh doch einfach durch die Hintertür. Wie bitte? Du sollst durch die Hintertür gehen. Durch die Hintertür? Ja. Wo ist die? Hier entlang? Nein, dort. Wo? Na, dort. Verstehe, dort entlang. Du kannst jetzt weiterschlafen. Vielen Dank. Ich will versuchen, niemanden aufzuwecken, Gerhard. Und dann noch... Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Gerhard, die Hintertür ist zugeschlossen. Geh doch durchs Fenster. Durchs Fenster. Durchs Fenster. Verstanden. Gerhard.
Ich muss dich schon wieder wecken. Das Fenster ist zu. Öffne es. Das Fenster öffnen? Ja. Verstanden? Ach. Ach. Gerhard. Was ist? Das Fenster ist. Ja. Verriegelt. Jetzt sitze ich in der Patsche. Dum-di-dum-di-dum. Also los. Lieber Weihnachtsmann. Sehr gut. Was soll ich mir wünschen? Was schon? Kekse! Oh ja, 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 ja. Und weiter. Zwei Dutzend Kekse mit Rosinen. Nein, 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 nein. Doch lieber anderthalb Pfund ganz leckere Feigenplätzchen. Oh, ich werde plötzlich ganz hungrig. Ich mag Kekse, Makronenkekse, die wünsche ich mir. 3 Dutzend. Oder lieber gleich 4 Dutzend Makronenkekse. Oh, ich mag Makronenkekse. Ja, 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 ja. Und dann noch Bananenkekse. Ja, oder Pflaumenkekse. Oh, ich liebe Pflaumenkekse. Ja, oder Schokoladenkekse. Mit Füllung, mit Gelee. Mit Geleefüllung, die schmecken. Oh, das muss ich doch sofort aufschreiben. Wo ist mein Bleistift? Also schieß los, Kermit. Wissen amerikanische Kinder, wie der Weihnachtsmann durch den Schornstein kommt? Tja, also wenn ich die Auswertung unserer Umfrage betrachte, muss ich sagen, sie ergibt kein unbedingt eindeutiges Ergebnis. Was soll das heißen? Ich lese dir einfach mal ein paar Antworten vor. Hier steht, der Weihnachtsmann macht an jedem Weihnachtsabend eine Blitzdiät und nimmt 200 Pfund ab. Mehrere Kinder glauben, in ihrem Haus seien die Schornsteine aus Gummi. Aus Gummi? Deutsche Kinder glauben an das Christkind. Ein kleines Mädchen, sagt Knecht Ruprecht, und das Christkind schleichen sich im Sommer in das Haus und verstecken sich bis zum Weihnachtsabend in der Waschküche. In der Waschküche? Ja, ein Junge aus Baden-Württemberg glaubt, dass der Weihnachtsmann sehr, sehr lange dünne Arme hat. Dann wird noch ein Schornsteinweitungsapparat erwähnt. Dann eine Angel. Nein, 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 das bringt uns alles keinen Schritt weiter. Heute ist doch schon Weihnachtsabend und wir wissen immer noch nicht, ob der Weihnachtsmann es schafft, durch den Schornstein zu kommen. Was sollen wir tun? Lieber Weihnachtsmann, es ist egal, was für Kekse du mir bringst. Du wirst Krümelmonster überraschen, klar? Fragezeichen. Junge, 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 also ich bin gespannt, was für Kekse der Weihnachtsmann mir bringt. Oh ja, vielleicht wunderbare Kokosnusskekse oder vielleicht auch... Oh ja, leckere Rosinenkekse, kleine Rosinenkekse mit köstlicher Füllung. Rosinenkekse. Vielleicht bringt der Weihnachtsmann mir einen Haufen Glückskekse mit köstlicher Papierfüllung. Ja, mit Papier gefüllt. Oh, köstlich. Lieber Weihnachtsmann, bring mir viele Kekse. Runde Kekse. Oh ja, Kekse. Ich liebe Kekse. Lieber Weihnachtsmann, die Hauptsache ist, du bringst mir viele Kekse. Ja, Weihnachtsmann. Wo ist die Schreibmaschine? Was hast du vor? Wir werden jetzt die wissenschaftliche Methode anwenden, um herauszufinden, wie der Weihnachtsmann mit seinem dicken Bauch heute Abend durch die schmalen, engen Schornsteine kommt. Na, wenn du dir das ausgedacht hast, Bibo, funktioniert es bestimmt. Ja, ganz sicher. Also denk dran, du spielst jetzt den Weihnachtsmann und wir stellen uns vor, dass diese Tonne hier der Schornstein ist. Dann werden wir wissen, wie der Weihnachtsmann durch den Schornstein kommt. Verstanden, Bibo. Mal sehen, mal sehen. Ich klettere jetzt aufs Dach bis zum Schornstein, um zu sehen, Du hast es gleich geschafft. Ja, noch ein Stück. Bist du soweit? Ja, ich glaube, ja. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt steckst du ganz vorsichtig einen Fuß da hinein.
Und jetzt den zweiten Fuß. Und jetzt den dritten Fuß. Oh, Bibo, ich glaube nicht, dass der Weihnachtsmann mehr als zwei Füße hat. Oh, ja, richtig. Weißt du was? Wir stellen uns einfach vor, er hätte ein Rentier dabei. Bibo, ich kann es nicht länger aushalten. Moment mal, ich muss das mal aus einer anderen Sicht betrachten, ja? Also von hier. So sieht das also von hier. Aha. Darf ich auch mal sehen, Bibo? Nein, nein, bleib, wo du bist. Dein anderer Fuß noch ein bisschen, Snuffy. Ich meine Weihnachtsmann, du hast es geschafft. Jetzt wissen wir, wie der Weihnachtsmann in den Schornstein kommt. Ja, ja, ja. Nur noch eine Kleinigkeit, Bibo. Ja? Wissen wir auch, wie er wieder rauskommt? Oh. Ah, das war eine schöne Lauferei. Das kann man wohl sagen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Ja. Also bis nachher, Bob. Ich habe noch was wegzubringen. Ist gut, Herr Huber. Ach, Herr Huber? Ja? Fröhliche Weihnachten. Danke, Bob. Ich wünsche dir auch fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten, fröhliche Weihnachten. Ach, eure Weihnachtsbäume sollen doch die Ameisen fressen. Die Leute geben heute mir den Rest ein. Echter Grießkram hasst das Weihnachtsfest. Ja. Seht ihr, wie hier jeder lacht, sich Sorgen um Geschenke macht. Ich sage euch, mir wird ganz schlecht. Die ganze Welt ist unbeglückt, Geschenke machen ist verrückt, ein Narr, wer sich daran entzückt. Blöde Weihnacht, ich hätte so gern statt Licht und Glanz ein kleines bisschen Dreck. Ein Grießkram, der gibt niemand was, nimmt höchstens etwas weg. Weihnachtsmann, lass mich in Ruhe, ich drehe dir den Rücken zu, zum Glück ist er gleich weg im Nu. Blöde Weihnacht. Und wenn ihr die Wahrheit wissen wollt, Ostern und Pfingsten sind ebenso dämliche und blödsinnige Feste. Festmusik in jedem Haus, Weihnachtsschmuck ist mir ein Graus, ich strecke dir die Zunge raus, blöde Weihnacht. Ich hasse diesen festen Zahn. Blöde Weihnacht, statt Glocken, Festschmuck und Gefühle, lieber Lärm und Müll. Zum Glück ist Weihnacht nur ein Tag, den ich überhaupt nicht mag. Heute ist das Weihnachtsfest, dieses Fest gibt mir den Rest, weshalb ich es auch schnell vergesse. Blöde Weihnacht. Ja, Kia, Zeit zu Bett zu gehen, Ernie. Ja, so ist es. Ist Schlafenszeit, Bert? Ja, so ist es. Ja. Bert, ich halte es nicht länger aus. Lass uns die Geschenke gleich auspacken, ja, Bert? Ja, ja, ja. Na, das ist dein Geschenk. Ja. Das ist für dich hier. Danke, Ernie. Und das hier ist für dich. Oh, toll. Ja. Aber du machst deins zuerst auf. Machst du das, ja, Bert? Darf ich? Bitte. Da bin ich aber gespannt. Oh, Ernie. Wie geschmackvoll du das verpackt hast. Und das Band hast du so ordentlich abgeschnitten, es wäre wirklich zu schade, wenn ich eine Schere nehmen würde. Vielleicht sollte ich versuchen, es ganz vorsichtig aufzuknüpfen. Nein, Bert, mach es bitte auf. Ja, bitte. Na gut, ja. Oh, Ernie, eine Zigarrenkiste. Ja. Du, das ist ja unglaublich. Ich habe sie extra für deine Büroklammersammlung gekauft. Was? Ich habe sie gekauft, damit du deine Sammlung drin aufbewahren kannst. Oh. Ja. Ja. Mach schon, Bert. Leg deine Büroklammern rein, damit wir es zusammen sehen. Ich kann es kaum erwarten. Ja, weißt du, Ernie. Hör mal, was ist denn mit deinem Geschenk? Du hast es ja noch gar nicht aufgemacht. Oh, ja, komm, ja, gleich. Mal an, beeil dich. Mach schon. Ja, Bert. Ja. Ich bin gespannt. Ja. Oh, Junge. Mann, ich kann es gar nicht mehr erwarten. Mal sehen. Nochmal. Nochmal eingepackt. Ui. Nochmal. Ja. Hab ich gut verpackt, was? Ja. Wollt sagen, Bert. Oh, ja. Aha, ist das nicht eine
Sag mal, ist das nicht eine Seifenschale, ja? Stimmt, genau, das ist eine Seifenschale. Ja. Du, die ist wunderschön, Bert. Ja, die ist fürs Quietscheentchen gedacht. Was? Ja, dann fällt es nicht mehr in die Badewanne und geht unter, weißt du? Zeig mir, wie es zusammen aussieht. Hol dein Quietscheentchen, ja? Oh, Bert, ich hab... Ich hab... Oh, ja. Herein! Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten, Herr Huber! Fröhliche Weihnachten, Herr Huber! Ich komme nur mal kurz vorbei und bringe euch eure Weihnachtsgeschenke. Oh, toll. Klasse! Das ist für dich, Bert. Vielen Dank, Herr Huber. Und das ist für dich, Herr Huber. Oh, stark, Hansi. Vielen Dank, Herr Huber. Herr Huber, sehr nett. Was hast du bekommen, Bert? Ich hab's noch nicht ausgepackt. Mach du dann zuerst auf. Soll ich die Schnur aufschneiden oder soll ich versuchen, es vielleicht mit der Hand? Bert! Ja? Mach's endlich auf! Ja. Nein, meine Büroklammern. Also, Herr Huber, ja? Vielen Dank. Oh. Gern geschehen. Oh, aber Bert, wieso hat denn Herr Huber deine Büroklammersammlung? Unwichtig, Ernie. Du solltest lieber dein Päckchen aufmachen. Ja, sieh nach, was du bekommen hast. Beeil dich. Hier drin ist, hier drin. Na, oh, was ist das? Was ist das denn? Das ist ja mein Quietscheentchen. Oh, mein kleines Quietscheentchen. Ernie? Hm? Wieso hat Herr Huber dein Quietscheentchen? Doch, das ist eine lange Geschichte, Bert. Aber vielen Dank, Herr Huber. Keine Ursache. Du, Ernie. Ja? Wir haben überhaupt kein Geschenk für Herrn Huber. Du hast recht, Bert. Nein, das stimmt nicht. Ich habe das allerbeste Geschenk bekommen. Was meinen Sie? Ja, was meinen Sie? Nun, ich habe es geschafft, dass jeder von euch das Weihnachtsgeschenk bekommen hat, das er sich gewünscht hat. Nicht? Also, fröhliche Weihnachten! Ja, fröhliche Weihnachten, Herr Huber. Ja. Ja. Fröhliche Weihnachten, Ernie. Auch dir fröhliche Weihnachten. Ich wünsch dir ein wunderschönes Christfest voller Fröhlichkeit. Unsere Sorgen sind nun fort, sind weg. Ich wünsch dir ein wunderschönes Christfest, stimmungsvoll und still. Jeder kann heute Abend spielen, was er schon Krach und Streit, und der Ernie treibt zu weit. Heute Abend aber feiern wir das Weihnachtsfest genau wie ihr. Wir freuen uns an den hellen Weihnachtskerzen. Seht ihr sie? Jetzt ist es zu spät für einen Brief an den Weihnachtsmann. Also rufe ich ihn an. Mal sehen, die Vorwahl für den Nordpol war... Oh ja, weiß schon. Junge, wenn er sich meldet, sage ich... Hallo, Weihnachtsmann? Hier spricht das Krümelmonster. Ja, genau, das werde ich sagen, ja. Und dann sage ich ihm, bring mir viele Kekse. Und dann noch, vielleicht, noch ein paar... Zwei leckere... Hunde, Karamelltörtchen, überzogen mit Schokoladenguss. Oh.
Hallo! Hallo! Oh, Mann! Hallo! 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 Ist da die Vermittlung? Hallo? Können Sie... Hallo? 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 Ich schicke ihm lieber ein Telegramm. Ja, ja. Weißt du, geh jetzt lieber nach Hause, Marlies. Es fängt an zu schneien. Ach, na ja. Keine Sorgen, Bibo. Wenn wir auch nicht rauskriegen, wie, er kommt schon irgendwie durch den Schornstein. Ich weiß es. Was? Oh nein, nein, nein. Das schafft er nicht. Gute Nacht, Bibo. Weihnacht. Jetzt haben wir alle gefragt. Kinder, Erwachsene, alle, alle. Aber niemand weiß es. Er wird nicht durch den Schornstein kommen. Und dann bringt er keine Geschenke. Hey, Moment mal. Ich finde jetzt selbst heraus, wie er durch die schmalen, engen Schornsteine kommt. Du, Gordon. Ja? Ich wollte an den Weihnachtsmann einen Brief schreiben, aber ich hatte solchen Hunger und da habe ich den Bleistift gegessen. Nicht so schlimm, Krümelmonster. Nun habe ich keinen Brief geschrieben. Die Schreibmaschine habe ich nämlich auch gegessen. Der Weihnachtsmann weiß schon Bescheid. Er bringt dir bestimmt Kekse. Oh, Gordon, dann wollte ich den Weihnachtsmann anrufen. Aber das Telefon sah aus wie ein Törtchen. Da habe ich es aufgegessen. Oh, der Weihnachtsmann bringt Krümelmonster bestimmt keine Kekse. Das macht er ganz bestimmt, Krümel, aber... Vielleicht solltest du ihm auch was schenken. Was hältst du davon? Hm. Oh, das ist ein toller Vorschlag. Ja. Der Weihnachtsmann bringt mir Kekse und ich schenke dem Weihnachtsmann eine Krawatte. Ja, natürlich. Das ging. Oder vielleicht Rasiercreme. Weißt du, meistens schenkt man ihm... Komm schnell, sag mir was. Kekse. Guten Abend, Marlies. Was ist denn passiert? Bibo ist verschwunden. Verschwunden? Was heißt das, verschwunden? Ist er nicht in seinem Nest? Nein, er ist nirgends zu finden. Er war so merkwürdig, als ich wegging. Weißt du, und da dachte ich mir, ich guck noch mal nach und da war er verschwunden. Mach dir keine Sorgen, Marlies, wir finden ihn schon. Susanne, zieh deinen Mantel an. Hallo Freunde, wie geht's euch hier auf dem Dach? Sagt mal, ist der Weihnachtsmann schon hier gewesen? Nein, das ist gut. Ich überwache den Schornstein. Ist das hier ein kleiner Schornstein? So, ich bleib jetzt hier und beobachte, wie der Weihnachtsmann durch dieses enge Ding geht. Ist das kalt? Naja, es kann nicht mehr lange dauern. Ja. Gleich muss er hier sein. Bibo ist verschwunden? Ja. Am Weihnachtsabend? Mhm. Vielleicht ist er drüben bei Herrn Huber. Wir gehen jetzt rüber zu Grobi und fragen ihn. Gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Habt ihr Bibo gesehen? Nein, wieso? Er ist verschwunden. Wir suchen ihn mit. Seht mal, die vielen Leute dort unten. Alle rennen durcheinander.
Die suchen wohl jemanden. Na, ich habe hier oben Wichtigeres zu tun. Also, wenn der Schlitten landet, gehe ich hin zum Weihnachtsmann und sage, Herr Weihnachtsmann, darf ich zusehen, wie Sie durch den engen Schornstein steigen? Ich könnte ihm sogar helfen. Hoffentlich ist er bald hier. Gibt's was Neues, Bob? Nein, und es schneit immer dichter. Oh ja, und es wird doch immer kälter. In einer so kalten Nacht könnte man draußen erfrieren. Ich geh noch mal da drüber. Ja. Herr Huber, vielleicht gehen Sie mal in diese Richtung. Ich suche hier. Viel Glück, ja. Nein, noch nichts. Oh je. Vielleicht ist er in einem Schornstein stecken geblieben. Oder hat keine Landeerlaubnis. Oh. Oh. Hm. Ich gehe mal rüber zu Oskar. Was ist denn jetzt los? Und das hört aufhören! Was fällt dir ein, Maria? Oskar! Ich hoffe, du bist nun zufrieden. Das haben wir jetzt von dem ganzen Gerede über Schornstein und den Weihnachtsmann. Das hat Bibo so beschäftigt und jetzt ist er verschwunden. Selbst schuld. Was kann ich denn dafür, wenn er so dämlich ist? Ich hab doch nur Spaß gemacht. Spaß gemacht? Ja. Du hast ihm lang und breit erzählt, dass der Weihnachtsmann jemandem Geschenke bringen wird, weil er nicht durch die engen Schornsteine passt. Und das nennst du noch Spaß? Ach, er kommt schon wieder. Schließlich war seine Oma eine Brieftaube. Außerdem, was soll passieren? Er lebt ja sowieso das ganze Jahr im Freien. Jetzt hör mal zu, Oskar. Wenn du sein Nest meinst, das ist ganz etwas anderes. Das ist sein Zuhause. Da hat er eine Heizdecke, da hat er auch Wärmflaschen. Und um ihn herum leben die Menschen, die sich um ihn kümmern. Und ausgerechnet heute am Weihnachtsabend ist er irgendwo draußen in der Stadt und irrt herum. Und es schneit und schneit und wird immer kälter. Vielleicht ist er in Schwierigkeiten und braucht unsere Hilfe. Und wir wissen nicht, wo er steckt. Wie willst du das je wieder gut machen? Also, ich werde ihn schon finden und wieder zurückbringen. Hilf mir herunter. Beeil dich, stell meine Füße auf den Boden. Nun mach schon, beeil dich. Na endlich. Hallo, Bibo. Wo bist du? Ich bin's, dein alter Freund Oskar. Bibo. Bibo. Seltsam, ich hätte schwören können, dass ich den Weihnachtsmann kommen höre. Aber es ist niemand hier. Nicht einmal Fußspuren im Schnee. Ja, ich muss das wohl geträumt haben. Oh, ich bin eingeschlafen. Oh, ist mir kalt. Ich gehe lieber runter zu Gordon und Susanne und wärme mich ein bisschen auf. Bin ich durchgefroren. So, Marlies, jetzt wärmen wir uns erstmal auf.
deine Mutter an, damit sie sich keine Sorgen macht. Bibo! Bibo! Hallo, Marlies! Wie geht's dir? Hoffentlich habe ich mich nicht erkältet. Oh, hallo Gordon, Dame Susanne. Na, Bibo, ist alles in Ordnung? Oh, ja, ja, mir ist nur ein bisschen kalt, weißt du? Bibo, wo hast du denn gesteckt? Ja, ich war auf dem Dach. Ich habe auf den Weihnachtsmann gewartet und dabei bin ich eingeschlafen. Oh je, ist mir kalt. Mir wurde so kalt, dass ich runterkommen musste, um mich aufzuwärmen. Aber ich muss gleich wieder raus. Oh nein, das wirst du nicht tun, Bibo. Jetzt kommst du erstmal ran zum Aufwärmen. Nein, keine Widerrede. Komm, komm, jetzt hier rein, komm. Was machst du denn mit mir? Ich muss da... Ja, schon hier gewesen. Jetzt werde ich nie erfahren, wie Bibo, er es geschafft hat. Weißt du noch, was Oskar dir gesagt hat? Ja, Oskar sagte, wenn der Weihnachtsmann nicht durch die kleinen, engen Schornsteine kommt, gibt es auch keine Geschenke. Nun, dann sieh dich doch mal um, Bibo. Hat hier niemand Geschenke bekommen? Doch, alle haben Geschenke bekommen, aber das ist ein Wunder. Wie hat der Weihnachtsmann das gemacht? Warum willst du das wissen, Bibo? Na, das ist doch wichtig, Gordon. Nein, Bibo, das ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist allein, dass... Sieh mal, du warst verschwunden heute Abend und wir waren alle unheimlich in Sorge um dich. Und nun bist du wieder hier, Bibo, gesund und munter. Und wir können gemeinsam Weihnachten feiern. Es ist ein Wunder, drum lacht und freut euch denn. Heute ist heilige Nacht. Ich hab gehört, der große Gelbe ist wieder da. So ist es. Komm rein, Oskar. Guten Abend, lieber Oskar. Da? Weißt du was, großer Kanarienvogel? Ich freue mich, dass du wieder da bist. Nett von dir, Oskar. Ja. Ich wollte dich nämlich etwas fragen, Bibo. Frag nur, Oskar, was willst du wissen? Glaubst du daran, dass der Osterhase alle Eier in einer Nacht verstecken kann? Oh nein, Oskar. Nein, Oskar. Oh, Oskar. Die Weihnacht in dir durchs ganze Jahr.
Eine Wolldecke ist köstlich, aber von Edeltanne kriege ich Bauchschmerzen. Oh, Verzeihung. Tut mir leid. Fröhliche Weihnachten. Oh, that's a long one.